Willkommen, Freunde, zurück bei Witcher 3. Wir sind hier gerade in unserem Haus, was sich ja ein bisschen verändert hat. Und mal gucken. Geld haben wir gerade eh nicht. Mal gucken, wie es hier oben aussieht. Naja, okay. Geld haben wir gerade eh nicht, dass wir hier noch irgendwas machen können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin, denn wir haben noch einen Punkt zu vergeben. Machen wir jetzt das hier. Irgendwas liegt in der Luft. Ja, ist nur die Frage, was liegt in der Luft? Von dort aus. Mal gucken. Bist du verrückt geworden? Elend. Was soll das? Moment, er hat uns angerannt. Wir standen da einfach nur. Also. Als ich noch jung war, hatten wir eine gewisse Moral. Und die sollte man auch haben. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. So. Christian Gurrit. Patrick Maulins. Das hier sieht... Thomas Murray, Professor. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Ehren. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Mal sehen, wohin die wohl führen. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Ja. Der Professor ist nämlich tot. Verdammt, die Spur ist weg.
ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Yen geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dol Nevte, das Tal der Neuen, erwähnt. Alter, sieh auf der Karte von Jin nach, wo Dol Nevte ist. Wo ist denn die blöde Karte? Ist die hier? Tja. Wo habe ich den Brief? Ich weiß nicht, wo ich das hab. Wo ist dieser blöde Brief? Eigentlich muss der ja hier auf der Seite irgendwo sein.
Eigentlich muss er hier irgendwo sein. Genau hier. Oh, hier ist keine Karte. Ja toll, hier steht so, sie fügt eine Karte bei, aber wie komme ich denn zu der Karte? Jemand sucht eine Eskorte. Das mache ich nicht oft, aber vielleicht lohnt es sich. Eine Eskorte. Komm mal her, du Pferd. Wenn man keinen vernünftigen Weg hat, geht man einfach querfeld rein. Solche Spuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Warum ist es zerstört? Tagebuch mit Ledereinband. Na gut. Das lesen wir später mal. Der ist schon ein bisschen länger tot. Weiter so, Plätze! Da hinten kommen wir vielleicht besser schneller rüber. Okay, ist wenigstens heile.
das Boot, dann werden wir nicht so nass. Hätten auch das dann nehmen können. Hihi. Na gut. Und weg sind wir. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ach Gott. Das sieht ja lustig aus mit dem Wasser. Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Du kannst das Spiel speichern, sowas liebe ich ja. Jetzt vielleicht? Stachel. Da hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor. Aha. So. Ich frage mich gerade, ob sich das lohnt, es zu riskieren. Hey, hey, hey. So. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Hey, hey, hey. Nun passiert ganz bestimmt irgendwas. Deswegen, Freunde, würde ich mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und ich sag bis dahin. Und... Ciao.